Servus Leute, hier ist wieder euer DüsiBS mit einem brandneuen Let's Play von Oceanhorde. Heute ist der vierte Teil angesagt. Am Montag war ja der letzte, bei dem ich auf der Insel Tikarel war, beziehungsweise danach auf der Bombeninsel und nicht wirklich viel geschafft habe, was mir wirklich auch leid tut. Das werde ich heute versuchen zu ändern. Und erstmal eine Runde Viecher vermöbeln. Boah, ich hab nur drei Herzen. Was ist da los? Oh, ein Schild. Boah, wahnsinnig harte Information. Jetzt kann ich wieder bedenkenlos weiterleben. Ja. Ich hab das doch aufgemacht letztes Mal, das finde ich echt unfair. Okay, mache ich das nochmal auf. Ich weiß jetzt, wie es geht. Anscheinend habe ich den Speicherknopf vergessen. Und da war letztes Mal der fiese Ork oder was auch immer das war, der mich voll vermöbelt hat. Ah ja, da ist er schon wieder. Er freut sich schon auf mich, aber ich nicht auf dich. Ich mach dich kaputt, du Opfer, hey. Yeah, den haben wir mal echt geownt. Ups. So. Weiter. Eine kleine Erkundungstour. Ah, ein Knopf. Ach, das war dieser Reset-Knopf. Schwimmen? Ne, diese Viecher sind gemein. Boah, shit. Ja, nee. Falsche Richtung. Oh nee, jetzt muss ich ernsthaft wieder außen rumlaufen. Sorry für mein Nicht-Können. Ich finde es in dem Spiel echt manchmal schwer zu verstehen, was ich mal wann machen muss. Boah, den haben wir mal geownt. Irgendwas muss mit dem Klotz passieren. Okay, schon mal nicht ins Wasser. Ah, ich muss wahrscheinlich dann die Wand schieben, oder? Jetzt kann ich das da oben runterschmeißen. Oder auch nicht. Ah, jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich's. Boah, stehen die so rum, Mann. Kann es ja schwer sein, so einen Klotz da rumzuschieben. So, tada! Stirb! Leg dich nicht mit dem King of Battle an. Wow, das ist dreist. Ein bisschen an Minecraft. Boah, nee. Boah, Alter, bin ich unfähig. Boah, hör auf, Alter.
ein Herz. Ein halbes Herz. Nein, ich bin gestorben. Dramatische Musik bitte jetzt. Oh, und Dummheit jetzt. Und wieder tot. Alter, ich bin irgendwie, ganz ehrlich. Das war knapp. Das ist jetzt aber echt peinlich geworden. Nein. Scheiße. Nein, ich bin runtergefallen. Oh Mann. Scheiße, die waren da nicht, geht da jetzt durch. Und jetzt geht's in die Mine. Let's go. In das Dunkle. Verlassene Minen. Und jetzt? Okay, jetzt bin ich im Wasser. Okay, da hinten muss es hin. Rätsel gelöst. Ja, ja, stopp. Ja, schade. Das war der falsche Weg. Diesen Level könnte man nicht meinen, ich wäre Gymnasiast. Und das im letzten Jahr. Aber man muss ja nicht immer Höchstleistungen bringen. Komm, schieb. Hör auf, rumzustöhnen. War nicht ernsthaft. Was ist da los mit der Welt, hä? Da krieg ich den da unten nicht durch. Ja, nee, ist klar. Doch hier lang. Ich bin sowas von mega confused. Das glaubt man gar nicht. Bitter. Mega bitter. Also wenn ihr mich jetzt sehen würdet... Ah, cool. Hab's geschafft. Nein. Ich hab wieder irgendwo einen Schlüssel vergessen. Oh oh. Boah. Shit, ich brauch Herz. Thank you.
Och nee, ich bin schon wieder gestorben. So was Dreistes. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie ich hier weiterkomme. Und ich habe 3 Herzen. Irgendwie ist es schlau, einfach zu kämpfen und nicht immer zu verteidigen, habe ich das Gefühl. Okay. Einmal den Hebel. Okay, ja, jetzt hat. Das habe ich jetzt wenigstens mal ein bisschen schneller gecheckt hier. Schatzkiste! Yeah, Schlüssel am Bettens kann ich da hinten aufmachen. Perfekt. So geht's. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Oceanhorn Part 4 ist hiermit beendet. Im nächsten Video geht's weiter. Das wird voraussichtlich erst nächste Woche kommen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Haltet alles steif. Und bis zu meinem Commentary am Wochenende. Servus!